Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant. Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Zumindest bisher. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Und manche, die Sie bestimmt später bereuen. Das war Absicht. Es ist ein Experiment. Wie gut war das Flugzeug erhalten? Erwartungsgemäß. Brad, das war Wahnsinn. Das war wie eine Zeitreise. Kein Witz. Tja, es war wie eine Zeitreise, bei der man aus Versehen in einer Vergangenheit landet, in der alles unter Wasser liegt und voller Muscheln ist. Und Haie. Haie? Grauer Riffhai. Ah. Hey, ich war ganz schön nervös. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mir Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trink mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Alex, du bist wie ein offenes Buch mit Schriftgröße 50. Ich kann schon aus der Ferne sehen, dass was ist. Nichts ist, alles gut. Blödsinn, du bist Mr. Melancholisch höchstpersönlich. Julia, bist du glücklich? Ich meine, ja, schon. Ich denke schon. Du denkst? Oder weißt du's? Ist alles in Ordnung mit uns? Jetzt mal ehrlich. Ich frage mich das schon seit einer ganzen Weile. Wie geht's weiter? Reden wir darüber. Aber lieber zu Hause. Ich komme damit nicht klar. Wo ist mein Bruder? Ich suche ihn. Und du bleibst hier. Hey, meinen Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Also, wann passiert... Weiß schon, irgendwas Magisches? Hast du ein Problem? Gib doch mal Ruhe. Okay, das reicht aber wirklich. Conrad, Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Okay. Wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hol ihn. Hey. Alles okay? Du wirkst abgelenkt. Nee, alles gut. Sorry. Ich war wohl etwas abwesend. Also, können wir wegen des Unfalls nicht mehr tauchen? Ich sag es jetzt noch einmal fürs Protokoll. Ins Flugzeug zu gehen war super gefährlich offensichtlich und doppelt so illegal. Okay, jetzt ist es passiert und wir müssen den Rest unseres Lebens lügen. Sonst wird uns Knast. Oh. Wow. Spinne ich jetzt oder ist das... Hey, Zeit für die Grillparty. Hast du den Block? Da ist er. Können wir drüber reden, was passiert ist? Später, Alex, okay? Genau hier.
war langsam. Wie bitte? Vorsicht, wenn die Dekompression zu schnell war, solltest du weniger trinken. Alex, alles okay. Ist sicher keine Taucherkrankheit. Nicht immer. Manchmal treten die Symptome erst später auf. Stunden oder sogar Tage. Die was? Ja, das ist, wenn man zu schnell wieder auftaucht. Dekompressionskrankheit. Nerd. Kleine Stickstoffblasen, die sich im Blut bilden. Tut tierisch weh. Ich mein's ernst. Jedes Jahr sterben Taucher an Dekompressionskrankheit. Und deshalb sagt Dr. Conrad, wer hat, der soll auch trinken. Entweder geht's dir gut oder du brauchst was, um den Schmerz zu lindern. Julia, du solltest jetzt wirklich keinen Alkohol trinken. Komm schon. Im Ernst jetzt? Du lässt dir was vorschreiben? Trink doch ein Bier. Bierzeit. Schlechte Entscheidung. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain, Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow, habt ihr noch mehr? Wenn da noch mehr war, haben wir es nicht gesehen. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey, sie waren respektvoll. Ihr hättet aus dem Wrack nichts mitnehmen sollen. Ja. Ach komm schon, niemand weiß, dass wir da unten waren. Und ich glaube, Geister reden nicht. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. Ah. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, schon, aber weißt du, keine wie Fliss sie beschrieben hat. Erzähl uns was. Ich weiß nicht, Brad wirkt nicht so angsteinflößend. Wisst ihr? Ja, seid ihr da nicht zu sicher? Sie ist schon ziemlich gruselig. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist, in einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun, bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Okay, es geht los. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Er hat nur eins im Sinn. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Ich erzähle nur die Fakten, ungeschönt. Zerhackt in winzig kleine Stückchen, mit einer Axt. Igitt. Okay, also, wer war's? Die Frau sagt, das war mein Mann. Und wendet sich dem Schrank zu und sagt, er ist da drin. Ah ja, der Ehemann. Und deshalb traue ich der Ehe auch keinen Zentimeter. Der Leuchtturm geht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht.
Dann quellen die Augen raus und er schreit. Oh, das ist furchtbar. Leo, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner. Ach komm, das war nicht gruselig. Letztens hast du sie besser erzählt, aber guter Versuch. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Wie viele sind das? Das lässt sie einfach ärgern, nicht wahr? Wie sollte ich wissen, dass sie keinen Sinn für Humor haben? Also, schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey. Alex, was werden die uns antun? Ich will es nicht mal wissen. Ich will hier raus. Wir sind in großer Gefahr. Wir müssen uns losmachen. Sofort. Komm her. Scheiße. Das
Peter. Konrad! Niemand weiß, dass ihr hier seid, meine Lady. Ihr seid hier ganz allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Oh ja, so behandelt man eine Lady. Und jetzt ein Windschubs kommt. Ruhig. Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Geh weg! Weg von mir! Conrad. Sie werden sie nicht schlagen. Haben sie Fliss auch nicht. Fliss scheint schon ziemlich dicke mit ihnen zu sein. Ja. Wo ist denn mein Bruder? Also, er versteckt sich. Geht ihm gut. Okay. Dreh dich um. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Nein, verdammter Mist! Hey, hey, bist du okay? Was war los? Alles gut, sie haben nichts gemacht. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Acht Sekunden. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Vielleicht schafft es einer von uns zum Boot. Hilfe holen. Diese Wichser müssen zahlen. Schalten wir sie aus. Sie könnten sich wehren, aber wenn wir die Knarre haben, ergeben sie sich. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut, das hören sie. Wir knacken sie, während es donnert.
Gute Idee. Ich kletter aus dem Fenster, an der Seite entlang und greif sie an. Wir greifen sie von hinten an. Lass uns nicht hier, okay? Okay, dann los jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Conrad, geh zur anderen Seite. Greifen wir an. Das war zu gut. Scheiße. Okay. Ich bin jetzt der Captain. Mach die Arschlöcher fertig. Wir treffen falsche Entscheidungen. Egal, wie es ausgeht. Runter von unserem Boot. Los. Bring sie nach unten. Nimm die. Benutze sie, falls nötig. Setz euch. Da drüben. Du. Genau hier. Setzen. Jetzt. Arrêtez, bon de con. C'est mon bateau. Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Hudson! Come here! Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei-Gold? Ist okay. Ich bin da. Alles wird gut, JJ. Wie konnten wir nur so dumm sein? Und dabei haben wir noch Glück gehabt. Ich könnte tot sein. Ja. Was hast du dir gedacht? Hier geht's nicht nur um dich, Julia. Wir hätten das Blatt wenden können, dann würden wir jetzt nicht hier sitzen. Okay, jetzt haltet die Fresse! Mach mal halblang mit dem Gangster-Getue. Ich glaube, du verstehst nicht ganz, wie schlimm deine Situation ist, Süße. Ach komm schon, wir vertreiben nur unsere Zeit. Seid still. Der Kapitän sagt, haltet den Mund. Also bitte. Sitzen bleiben, alle. Du, komm jetzt mit.
heraus, wie lange der Sturm noch dauert. Versuchst du was? Irgendwas Krummes? Dann gibt es Konsequenzen. Verstanden. Duke of Milana bittet Wetterbericht. Over. Duke, wir hören Sie. Ist alles okay? Over. Hören Sie zu. Wir wurden gekidnappt. Wiederhole SOS. Wir sind 20 Meilen nördlich. Das war eine brillante Idee. Verdammten Schweine, kommt damit nicht davon. Die Polizei kriegt euch noch. Träum weiter. Der Ozean ist riesig. Man kommt leicht davon. Alles geht besser, wenn wir einander helfen. Das weißt du, oder? Kümmerst dich nur um dich selbst. Tolle Arbeit, Fliss. Was ist passiert? Was ist denn mit Brad? Versteckt er sich irgendwo? Brad ist unter dem Stockbett. Wir können ihn nicht da unten lassen. Er ertrinkt. Wir müssen ihn da rausholen, ist zu gefährlich. Brad, Kumpel, komm raus! Los! Alle sind noch am Leben. Tja. Das hätte auch anders kommen können. Das Spiel trifft die Entscheidung. Diesmal. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Sie machen das allein, unabhängig, vorbildlich, womöglich dumm. Wir werden schon noch sehen. Jedenfalls haben Sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu Ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen.